So Leute, willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein etwas anderes Video. Heute machen wir ein Video über meine Shisha und generell über Shishas, Leute. Weil sehr viele sich gewünscht haben, dass ich mal ein Shisha-Video drehe. Und deswegen dachte ich mir, komm, dann drehe ich das mal. Wir fangen direkt mal an und bauen die Kohlen und so weiter auf. Also wir machen die an und zeigen euch, wie wir das alles machen, unser kompletter Shisha-Ablauf. Wir wären jetzt auf jeden Fall bei meinen Shisha-Tabaks angekommen. Als allererstes hätten wir hier Black Nana, auf jeden Fall beste Traube Minze, kann ich jedem nur empfehlen. Dann hätten wir hier als zweites Lost 66, ist auf jeden Fall ein Klassiker, den jeder kennen sollte. Kann man auch ab und zu rauchen, auf ganz entspannt. Dann hätten wir hier White Mango und Exotic, ist auch sehr nice, das ist ein Aquamenta. Hier hätten wir auch noch ein paar Aquamentas und natürlich, was nicht fehlen darf, Leute, Pistazie Vanille, also wirklich, das ist mein All-Time-Favorite. Und ja, Leute, zeigen wir auf jeden Fall jetzt, wie wir die Kohlen und so weiter anmachen. Und Leute, wenn ihr keine 18 seid, fangt auf jeden Fall nicht an zu rauchen mit Shisha. Ist auf jeden Fall nicht gut. Ich bin auch kein gutes Vorbild, dass ich das Video hier drehe. Deswegen generell niemals Shisha rauchen, Leute, schade für eure Lunge. So, Leute, wir bauen hier gerade den Kopf, also mein Kollege baut den Kopf. Das ist auf jeden Fall ein sehr nicer Kopf, also das ist ein Hukain-Lit-Lip. Wir bauen jetzt hier auf ganz entspannt, auf Profi-Basis an. Angelehnt natürlich. Ihr werdet gleich sehen, wie die Pfeife angeraucht ist und so weiter. Wir rauchen auf jeden Fall jetzt mit Kalaut und Deckel. Ist auf jeden Fall sehr nice. Also wenn die Kohlen drauf sind, machen wir diesen Deckel hier drauf. Und jetzt packen wir die Kohlen drauf, Leute. Ist ganz entspannt. Hier natürlich mit so einem Kohle-Ding. Das ist übel nice. Und so zack, die Kohlen sehen auch gut aus. Immer ein bisschen Abstand halten natürlich, Leute. Dann machen wir jetzt den Deckel natürlich drauf und dann kommen wir jetzt gleich zur Pfeife. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt mit dem Kalaut und mit dem Deckel, dass wir uns die dritte Kohle sparen. Also wenn wir es drauf lassen würden, würde der Kopf so ein bisschen verbrennen. Das wird dann nicht so nice schmecken. Und für die Leute, die dann auch mit Kalaut das kennen, das ist auf jeden Fall sehr nice und kann ich jedem empfehlen, damit zu rauchen am Anfang. So Leute, der Tabak braucht auf jeden Fall mehr Hitze, deswegen haben wir uns entschieden, den Deckel von dem Kalaut drauf zu lassen. Der Durchzug von der Pfeife ist auf jeden Fall mega nice. Ich rauche den jetzt mal an. Kommt auf jeden Fall gut was raus, Leute. Schreibt gerne mal rein, was euer Lieblingstabak ist. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und nochmal, Leute, wenn ihr unter 18 seid, nicht anfangen zu rauchen und generell gar keine Shisha rauchen. Das ist auf jeden Fall eine MIG X-Series. Die hat 540 € gekostet. Die ist übel nice. Also für die Leute, die viel Geld für Shisha investieren, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Die hat 4 Anschlüsse und der Rauch davon ist sehr gut. Also ja, es sei made in Germany, also wie MIT schon gesagt. Ich hole mir nächste Woche dann noch die Most Weez. Da kommt ein Weez-Stock raus, Leute. Also für die Leute, die Shisha rauchen, kann ich auf jeden Fall auch sehr gut empfehlen. Die ist übel nice, da kommt so der Rauch über den Teller so raus. Also das kann man so entscheiden. Und hier eine übel nice Pfeife, ich hole mir dann in der Mintfarbe, weil ich sehr viele gefragt haben, wie, oh, wow, was soll ich denn auch so für eine Shisha und so weiter. Also ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Lasst natürlich ein Like da, natürlich ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Das war's mit dem Video. Peace.